Ja, li hallo Hallöchen, willkommen jetzt zu einer weiteren Folge E-Wolf. Ich habe jetzt den Bucket genommen, deswegen das Tutorial kommt gleich, deswegen habe ich einfach mal jetzt gestartet schon mal. Und dann lieber Assault muss noch wählen und das Monster ist aktuell noch ein NPC. Aber daran sollen wir uns nicht stören. Ich hoffe, der Platz wird vom Monster noch belegt, weil die KI doch selten dämlich sein kann, aber nicht sein muss. Ich glaube, Welt ist ein Deutscher. Kamikaze-Krieger klingt ziemlich deutsch. Mephistopheles könnte zum Beispiel auch ein Deutscher sein. Frag einfach mal die Runde. Wie viele Deutsche hier? Und dann schauen wir einfach mal. Ist ja immer ganz interessant zu schauen, weil ihr Wolf doch sehr beliebt ist. Njet. Okay, Mephistopheles, Njet. Njet. Wenn er darauf antwortet, muss er es doch verstanden haben, oder? Na, vielleicht ist es auch irgendjemand da, der so aus dem, keine Ahnung, Spanisch, Portugiesisch ist. Ach, keine Ahnung, welche Sprache das ist. Ist mir auch egal. Wir wollen die Monster jagen und der Assault sollte langsam mal wählen. Ansonsten gehen wir hier ohne Assault los, oder? Der braucht echt lange. Was ist mit dem los? Und hier hat das Monster dann auch die Auswahl, wobei ich nicht weiß, ob der überhaupt noch die Auswahl hat jetzt dabei in ein paar Sekunden. Aber dann schauen wir mal. Und Markov ist in Ordnung. Ich weiß nicht ganz genau, wie Bucket funktioniert, deswegen ich spiele gerade das erste Mal, weil ich vorher Hank einfach sehr stark bevorzugt habe. Dem Team verschiedene taktische Vorteile. Erkunde mit der Drohne die Umgebung. Entdeckst du das Monster, Okay. behalte es einige Sekunden im Zielkreuz, um es für deine Teamkameraden zu Okay. markieren. Orbit Okay. kann automatische Geschütze platzieren, die einen Kampf für das Monster zu riskant machen. Nutze den Laser, um deine Ja, Drohne es klingt ins gut. Ziel zu bringen. Ah, okay. Denk daran, die Tarnung des Supports einzusetzen. Das Tarnfeld in Ordnung, gut. Das ist kein Thema. Das lese ich. Klingt sehr interessant. Bucket kann sehr nervig sein. Also, gucken wir uns das einmal genau an. Ich kann kein gutes Gameplay hier bei Bucket jetzt versprechen. Bei Hank sieht das anders aus und da bei den Medics. Nun ja, das hier ist eigentlich auch eine Kopfgeldjagd. Nur, dass der Kopf von etwas sehr Gefährlichem hängt. Außerdem muss man niemandem seine Rechte vorlesen. Diesen Teil fand ich immer langweilig. Deshalb habe ich ihn oft durch die Anwendung von nicht tödlicher Gewalt ersetzt. Das ist ein Nicht tödliche Gewalt. Wer weiß, vielleicht solltest du mal einige deiner früheren Partner fragen. Also gut, 3 ist die Drohne. Ich schau da mal. Vielleicht können wir das Monster ja direkt tracken. Ich gucke einfach mal. In die Richtung. Ja. Leertaste aufsteigen, Sprung links aufsteigen. Also irgendwo hier wird es sein. Ups. Mal gucken. Ob wir das Teil irgendwo entdecken können. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich meine, ich habe den, in Ordnung. Ist natürlich gefährlich, da alleine rumzustehen. Batterie geht auch gleich alle. Da. Mist. Gerade dann, als ich es entdeckt habe. Aber hey. Sollte ja kein Problem sein, langsam hinzugehen. Das ist halt einfach, denke ich, die Sache, die das Problem ist. Bei unseren lieben Bucket, dass man noch recht schnell. Help! Wo braucht jemand Hilfe? Da hat jemand nach Hilfe gerufen. Lass es dir schmecken, euphemistisch gesprochen.
gut. Blitzmonster, eröffne das Feuer. Gut, ich meine, sobald er jetzt meinetwegen die Markierung verliert, kann ich mit der Drohne losdüsen und ihn verfolgen. Was ich vielleicht auch mal machen sollte. So. Gut. Du kannst wegrennen, aber dich nicht mehr verstecken. Einfach nur, um es gemacht zu haben. Und vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, weil unser lieber Abe inzwischen ja sein Verfolgungsfeind nicht mehr wirken sollte. Mephistopheles ist echt gut hinterher. Die Sache ist, wir kriegen ihn echt nicht in die Kuppel rein, momentan. Er ist auf jeden Fall Stufe 2. Er ist in Stufe 2, in Ordnung. Wo ist er denn? Ist er da unten? Where is he? Wo ist er? Ich bin wieder. Oh ja, okay. So. Gut. So. So, in Ordnung. Ja, der sollte noch einen Medic aufpassen. Ja, weg da. Mist, ja. Mist, ey, das ist doch echt nervig gerade. Entschuldigung. Ja, Gebiet wird verlassen. Danke. So. Ich mag hier irgendwie weg. Fliege. Na toll, aber normalerweise, wenn wir das gut machen, sind sie bald weg. Beziehungsweise ist er bald weg. Gott, scheiße, das wird nochmal von einer wissen müssen, aber es ärgert mich doch. Vor allem unser Assault, der ist nicht mal tätig, das heißt ein NPC spielt ihn. Und der macht das Monster gerade fast fertig. Der Mephistopheles wird jetzt gejagt, unser lieber Trapper, der Ape. Der macht das ganz richtig, dass er abhaut. Ist halt verdammt ärgerlich, wir haben ihn aber gut runtergekriegt, das ist halt echt keine gute Sache. Ich bevorzuge auch echt nicht Bucket, glaub gerade als Support. Ich war auch viel zu sehr im Geschehen drin, glaub. Ja, das war mein Fehler. Ich wollte aber beim Medic bleiben. Also ich habe da echt Mist gebaut. Ah, schauen wir mal, was Mephistopheles hier nochmal anstellt und wie er davon kommt. Das Problem ist wirklich, dass das Monster sich jetzt hochfressen kann, den Schild hochmachen kann und so ein Krake Level 3 ist nicht unbedingt einfach. Aber schauen wir mal, weil der wird sich jetzt 100% auf Phase 3 hoch fressen und dann gehen wir zum Relay und dort muss dann beschützt werden. Ich bin auch am überlegen, ob ich auf Markov dann gehen sollte, weil ich sehe jetzt Bucket Late Game nicht unbedingt als gut an. Er kann zu seinen Drohnen setzen, aber ich meine, ich spiele ihn das erste Mal. Ich sollte das echt nicht ihn echt nicht unterschätzen. Aber ich glaube, er ist eher dafür da, das Monster schnell zu entdecken, schnell zu erledigen und sich darum zu kümmern. Und das ist mir echt nicht gut gelungen. Gut.
Haben wir irgendwo? Der Krake! Erledigt ihn, bevor er sich auflädt! Einen Vorteil nehmen. Gut. Ein Stromrelais. Ja. Ich glaube, der ist Phase 3 geworden, während wir nicht hingeguckt haben. Ich weiß es aber nicht. Ich werde auf jeden Fall beim Stromrelais ein paar Geschütze hinstellen. So. Ich kann hier mehrere, also bis zu 5. Da. Wo ist unser Medic? So. Okay, also das muss ich anscheinend noch lernen. Aber ja. So. Die kommen dahin. Ja, und unser Medic sollte da weg. Achso, der Medic ist da. Ich hoffe, die kommen da unten gut an. Wo ist denn der? Ach, der ist jetzt da hinten. Nimm die Verfolgungsfallknarre. Come back. Guck auch nochmal extra. Ah, Mist. Dann verpassen wir ihm mal einen Fliegen. Wo? In Ordnung. Ach, die ist draußen gewesen. Ach, fuck. Versuch da hinterher zu gehen. Tracking. Gut, abpassen. Und dann müssen wir da aufpassen. So, dann haben wir den Medic. Ah, fuck. Das geht auch. Okay, wenn er selbst schießt, geht das auch nicht. Aber ich werfe hier ein paar Geschütze hin. Das Ärgerliche ist halt wirklich, also ich krieg das echt nicht ordentlich hin. Ich bin bei dir, ist voll. Mach einfach weiter. Ich sollte, glaub, auch echt nicht, so. So. Kann ich ihn nicht tracken? Doch, jetzt. Gut. So ist er wenigstens weiterhin drinne. Also die Tarnung ist echt halt mehr zum Heranschleichen, nicht für den Kampf. In Ordnung. Das musste ich jetzt nämlich nochmal lernen. Ich habe eigentlich früher immer gedacht, fuck. Dass das gut ist für das Kampfgeschehen, aber sobald man... Gut. Ich mache mich gerade unsichtbar. Dann gehen wir da hinterher. Ziemlich weg. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das Monster ist da drüben. Ziemlich weit weg. Da ist das Ziel. Juhu. Gut.
Leute haben ihn dann getrackt. Super. Hat das immerhin etwas gebracht. Jetzt sehen wir das hier. Passt. So, leider. So. Gehen wir mal die ganzen hinmachen, unsere Schütze hin. Und alles drauf hier. Muss der echt hier unten hin? Der ist echt, so eine Sache. Fuck, ey. Wenn ich, tarnen könnte, wäre das echt gut, aber das geht so. Und da, lieber, so, auf Markov ist da unten. Ich will da nicht runter, ich will da nicht runter. Ich will da runter, jetzt hier. Da. Runterschmeißen und hier. Und. Und in Ordnung. So, dahin. Gut, hier hoch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Sache ist jetzt wirklich meine, ich muss hier weg, Ja, jetzt mal hier. So, weil die machen schon den Damage. So, weg. Nee, da muss ich weg. Ich muss mich verstecken. Und abwarten. Ich muss zwar in der Nähe bleiben vom Relais. Aber, ich hol mal die Drohne raus, damit ich das, sobald der Medic stirbt, beobachten kann. Alter, also, müssen wir den gleich aufhalten. Gut. Wir abbrechen und dann hin. Gut, er ist tot. So. So. Jetzt mal ein paar Geschütze dahin. So. Der wird sich jetzt wieder vollfressen. Und jetzt hoffe ich, dass der, so. Gut. Da ist er. Es ist betäubt. Ich bin gerade mal zu nah. Gut. Gut. Jetzt einfach drauf, Leute.
Ah, wir hatten noch so einiges, ne? So. Ja, bleib drinnen. Gut. Das Monster ist ausgewachsen. Alter. Seid trotzdem keine Angst. Alter, das ist hart, so ein. Ich bin echt am Arsch. Rakete abgefeuert. Will hat uns verlassen. Der wird sich wieder vollfressen. Kack, der Medic ist tot. Der Medic ist tot. Ich muss hier oben ganz viel schnell machen und dann weg abhauen. Nicht so das Tor. Weil der wird sich uns selbst erschaffen. Herunter. So. Dann. Oh Gott, gut, dass ich das noch gesehen habe, dass der gelebt. Auch der Entfernung. Am besten. Ob er sich jetzt irgendwie. Gleich wieder tot. Die Menschen sind tot. Schick mir Roboter. Fuck. Ja, das ist eben die Sache. Mist. Fuck, der hat mich gesehen. Das hat mich bemerkt. Ah, lol. Okay. Ich meine, die Tarnung ist echt geil, einfach nochmal gegen Ende, aber es ist ja mit allen Supportern. Aber da wäre mir Hank echt lieber gewesen. Gut. Aber mal gucken, was kann man nicht beim Bucket so alles bekommen. Okay. Eine Rettung, okay. Versuchte, okay, passt. Passt, denke ich mal so. Das denke ich mal so schnell. Der weltweite Durchschnitt stimmt eh nicht. Allein das mit dem Schaden ist total lächerlich. Gut, aber Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Evolve. Bis das nächste Mal mit unserem Mülleimer.